Die letzte Rednerin in dieser Debatte, Nina Wagen für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wenn ich auf die bisherige Debatte blicke, kommt es mir fast wie ein Déjà-vu vor und erinnert mich stark an die Diskussion, die wir um die Einstufung der Westbalkanstaaten schon einmal hier hatten. Die Opposition stellt sich erneut, wie schon bei den Balkanstaaten, gegen eine Maßnahme, um Asylmissbrauch und unkontrollierte Zuwanderung einzudämmen. Erneut haben wir eine ganze Reihe realitätsferner Kritikpunkte gehört und erneut liegt ein Gesetzentwurf der Regierung auf dem Tisch, den wir ohne die Blockade schon längst beschlossen hätten. Nach allem, was wir auch heute gehört haben, lässt sich doch feststellen, die Einstufung von Marokko, Algerien und Tunesien als sichere Herkunftsländer ist dringend notwendig und rechtlich zulässig. Die Kritik daran ist unzutreffend und nicht haltbar. Und das alles zeigt sich an folgenden drei Tatsachen. Erstens, schon bei den Balkanländern wurde von der Opposition behauptet, die Einstufung als sichere Herkunftsstaaten würde nichts bringen. Das gleiche Argument haben wir in der heutigen Debatte nun wieder gehört. Tatsache ist jedoch, dass die Zahl der Asylbewerber vom Balkan auch in der Folge der Einstufung stark zurückgegangen ist. Zum Vergleich, 23.000 waren es im Juli 2015, noch knapp 5.000 im Oktober, nachdem alle Balkanländer als sicher eingestuft waren. Inzwischen sind es sogar nur noch 1.200. Der Grund für den Rückgang ist, die Menschen vom Balkan haben sehr schnell gemerkt, es bringt nichts, unbegründete Asylanträge zu stellen, und sie können nicht in unserem Land bleiben. Damit steht fest, die Einstufung als sicheres Herkunftsland wirkt und hilft, den unkontrollierten Zustrom einzudämmen. Und diese Signalwirkung, liebe Kolleginnen und Kollegen, brauchen wir nun auch dringend im Hinblick auf Algerien, Marokko und Tunesien. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Bemerkung oder Zwischenfrage von Frau Bulling-Schröter? Ja. Gut. Jetzt. Ja, herzlichen Dank, Frau Kollegin. Ich möchte Sie gerne zu Marokko etwas fragen. Und zwar laut internen Berichten der Bundesregierung ist Marokko eines der Länder, die am meisten vom Klimawandel bereits jetzt betroffen sind. Meine Frage ist, inwieweit gehen denn solche Einschätzungen auch in die Frage sicherer Herkunftsländer ein, da ja auch bekanntlich im Koalitionsvertrag auch die Frage von Klimaflüchtlingen bereits angesprochen wurde. Also es ist bewiesen, hier flüchten bereits Menschen aus Klimagründen. Es ist ja so, dass im Asylverfahren geprüft wird, ob jemand individuell verfolgt oder bedroht wird. Und das kann man auch, selbst wenn ein Herkunftsland als sicher eingestuft ist, noch individuell vortragen, als persönlichen Grund einen Asylantrag zu stellen, sodass man jedweden Grund, den man anbringen möchte, auch anbringen kann. Und wenn man eben meint, man flieht aufgrund von klimatischer Verhältnisse, kann man das dann auch anbringen im Asylverfahren. Ob das dann tatsächlich zum Erfolg des Asylverfahrens führt, das ist eine andere Frage. Aber die Gründe, die man selbst anbringt im Verfahren, die entscheidet ja jeder Einzelne. Und damit, es hat auch damit nichts zu tun, ob ein Land als sicher eingestuft wird oder nicht, sondern das kann auch weiterhin getan werden. Ich denke, das ist ja auch Sinn des Asylverfahrens und wird auch weiterhin aus rechtsstaatlichen Überlegungen so möglich sein. Und ob tatsächlich Klimagründe dann einen Schutz gewähren individuell, das mag ich zu bezweifeln. Aber das kann natürlich weiterhin vorgebracht werden, wenn das Ihre Frage war. Es lohnt also nicht, sich auf den Weg zu machen. Die Signalwirkung hatten wir bei den Balkanstaaten und diese Signalwirkung brauchen wir auch bei den Maghreb-Staaten. Und auch das Argument, das wir heute gehört haben, dass ja derzeit kein Handlungsdruck bestehen würde wegen des zu geringen Zustroms aus den Maghreb-Staaten, zählt nicht. Auch beim Westbalkan war der Anstieg im letzten Jahr zunächst schleichend. Im Mai 10.000, im Juni 14.000 und im Juli dann 23.000. Und am Jahresende waren es insgesamt 150.000 Menschen, die aus dem Westbalkan zu uns kamen. Und auch bei den Maghreb-Staaten ist ein Trend zum Anstieg erkennbar.
Zweitens, meine Damen und Herren, behauptet die Opposition, dass die Lage in den Maghreb-Staaten die Einstufung als sichere Herkunftsländer nicht zulässt. Auch das haben wir mehrfach gehört. Im Gesetzentwurf wurde die Lage in allen drei Ländern in aller Ausführlichkeit bewertet und auch die Schutzquoten sprechen doch eine deutliche Sprache. In Marokko, Algerien und Tunesien droht weder eine systematische Verfolgung noch ein Bürgerkrieg. Im Januar und Februar wurden aus allen drei Ländern zusammen lediglich 6 Personen als schutzbedürftig anerkannt. Mehr als 4.000 sind jedoch seit Jahresanfang gekommen. Wir werden die aufgeworfenen Fragen, liebe Kollegen, in der Anhörung in der nächsten Sitzungswoche ausführlich erörtern und auch Ihre Bedenken. Ich bin aber überzeugt, dass der Gesetzentwurf diesbezüglich alles bedacht hat. Drittens, meine Damen und Herren, fordert die Opposition, Deutschland solle sich lieber um die Integration kümmern, als gegen Asylmissbrauch und unkontrollierte Zuwanderung vorzugehen. In diesem Sinne äußerte sich zum Beispiel der thüringische Ministerpräsident zum vorliegenden Gesetzentwurf im Bundesrat. Diese Kritik, meine Damen und Herren, übersieht vollkommen, wie viel bereits in Deutschland getan wird, um die Integration zu verbessern. Integration setzt allerdings voraus, dass man sich auch an die Spielregeln in unserem Land hält. Und wir haben, und das wird auch verschwiegen in dem Zusammenhang, gerade mit Asylbewerbern aus dem Maghreb ein massives Kriminalitätsproblem. Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, wo der Großteil der Asylanträge aus diesen Ländern bearbeitet wird. Hier ist laut dem nordrhein-westfälischen Innenministerium letztes Jahr rund jeder dritte Marokkaner oder Algerier, der in einer Landeserstaufnahmeeinrichtung untergebracht war, kriminell geworden. Es ist auch kein Zufall, dass 2/3 der Tatverdächtigen von den Übergriffen in der Silvesternacht in Köln ausgerechnet aus diesen beiden Ländern kommen. Das sind Tatsachen, meine Damen und Herren, auf die wir entschlossen reagieren müssen und vor denen wir doch auch nicht die Augen verschließen dürfen. Es ist deshalb richtig, dass der Bundesinnenminister vor kurzem mit den Maghreb-Staaten deutliche Vereinfachungen und Verbesserungen bei der Rückführung vereinbart hat. Das stärkt die Akzeptanz unseres Asylsystems und entlastet Kommunen wie Behörden. Die Vereinbarung muss jetzt aber auch mit Leben gefüllt werden. Rund 2.000 Marokkaner, Algerier und Tunesier halten sich immer noch in Deutschland auf, obwohl sie längst ausreisepflichtig sind und keine Duldung haben. Hier sind der politische Wille und entschlossenes Handeln der Länder gefragt, diese Personen zügig abzuschieben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, warum die Einstufung von Marokko, Algerien und Tunesien als sichere Herkunftsländer dringend notwendig ist. Ersparen wir den Menschen eine gefährliche Reise und die anschließende Abschiebung, indem wir den Gesetzentwurf zügig beschließen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Damit schließe ich.